Lege dich ruhig hin oder setze dich ruhig hin und folge zunächst deinem Atem. Fühle, wie er kommt und fühle, wie er deinen Körper wieder verlässt. Rufe nun all deine Chakren zusammen und begebe dich in dein vereinigtes Chakra. Atme Ana, Solavana und Elixier in dich und weite dich, weite dein vereinigtes Chakra mit jedem Atemzug. Atme das Licht der Liebe in dich und in dein vereinigtes Chakra mit jedem Atemzug. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum hinein und lasse aus deinem Herzen einen goldenen Lichtstrahl entstehen. Sende diesen Strahl deine Prana-Röhre aufwärts zu deinem Kehlkopfchakra, weiter zu deinem dritten Auge, zum Kronenchakra und dort austretend aus deinem Körper zum Alpha-Chakra und dann weiter in das 9., 10., 11. bis hinein ins 12. Chakra, das ist die Verbindung zu deiner Seele. Dort mache eine Art Schleife um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahl Kraft deiner Gedanken in das göttliche Gedankenfeld hinein und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen im göttlichen Gedankenfeld, verbunden durch einen goldenen Herzenstrahl mit deinem Herzen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit wieder in deinen Herzraum zurück und lasse dort einen weiteren goldenen Herzenstrahl entstehen und sende diesen deine Prana-Röhre abwärts zu deinem Sonnengeflecht, dem Sakralchakra, dem Wurzelchakra und am Wurzelchakra austretend aus deinem Körper hinein in das Omega-Chakra. Dort mache ebenfalls eine Art Schleife um dieses Chakra herum und sende dann diesen Strahl in den Schoß von Mutter Erde und verankere dich dort. Lasse Wurzeln wachsen in Mutter Erde, verbunden mit deinem Herzen durch einen goldenen Herzenstrahl. Kehre nun wieder zurück zu deinem Atem und atme nun wechselweise über den Strahl aus dem Göttlichen ein und über die Verbindung zur Mutter Erde aus und umgekehrt. Fühle, wie dich bei jedem Einatmen die Energie von Mutter Erde oder die Energie des Göttlichen durchfließt und dich mit jedem Ausatmen das verlässt, was du nicht mehr benötigst.
Du magst auch an dieser Stelle bewusst sagen, ich lasse jetzt alles los, was ich nicht mehr benötige, und gebe es an Mutter Erde oder das Göttliche ab. Und dann stelle dir vor, wie dich bei jedem Ausatmen wasserfallartig Energie, Dunkles, Altes, das, was du festgehalten hast, verlässt. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit auf dein vereinigtes Chakra. Lasse es dir zeigen und atme weiter aus dem Göttlichen und aus Mutter Erde heraus, jetzt aber in dieses vereinigte Chakra hinein und weite es mit jedem Atemzug. Weiter und immer weiter, bis dein vereinigtes Chakra wie eine goldene Sonne um dich herum erstrahlt und dich ganz und vollständig umschließt. Sprich mir nun in Gedanken oder laut nach. Ich bitte meine persönliche Engelsgruppe und den goldenen Engel unter ihnen, sich jetzt um mich zu scharen und jetzt bei mir zu sein. Ich bitte euch, ihr lieben Engel meiner persönlichen Engelsgruppe, fortan mich zu unterstützen, mich zu lieben, mich zu pflegen, und ich öffne mein Herz und mein drittes Auge in tiefer Liebe und Demut, um euch fortan besser zu verstehen, besser zu sehen und einen Kanal der Klarheit und Zentriertheit zu erschaffen, über den ihr stets mit mir sprechen könnt. Ich bitte darum, dass dieser Kanal jetzt erschaffen wird, und ich bitte mit den Worten Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Chebayot, den Herrn der Herrscharen, Melek Metatron, um genau diese Gnade. Und wenn dieser Kanal bereits existiert, so bitte ich, ihn zu weiten, ihn zu durchlichten und die Kommunikation zwischen mir und meiner persönlichen Engelsgruppe zu verbessern.
Ich bitte euch, ihr lieben Engel meiner persönlichen Engelsgruppe, schenkt mir Intuition und Kreativität, Kraft und Mut, Weisheit und Klarheit, Demut und Beweglichkeit, Sanftmut und Liebe, Schutz und Geborgenheit und eine starke Absicht, in Frieden und Ruhe. Und ich bitte euch, stärkt genau diese Eigenschaften in mir und übertragt diese Eigenschaften in all meine Aspekte, so wie es jetzt für mich richtig ist. Ich bitte nun, dass ihr mir genau jetzt, die ihr um mich steht, diese Eigenschaften übertragt und ich im Zentrum eurer Liebe, eurer Kraft, eurer Ausrichtung und eurer Eigenschaften erstrahle. Ich bitte nun meinen siebenten Engel, den Engel der Intuition und der Kreativität, zu mir und gehe genau auf deine Frequenz und höre auf das, was du mir sagen magst. Und liebe Freundin, lieber Freund, an dieser Stelle ist auch Zeit für einen Dialog. Du magst nach dem Namen deines Engels fragen oder ihm andere Fragen stellen, die dir wichtig sind. Sei offen und beweglich in dieser Kommunikation mit deinen Engeln. Ich bitte nun meinen sechsten Engel, den Engel der Kraft und des Mutes zu mir und gehe genau auf deine Frequenz und höre auf das, was du mir sagen magst.
Ich bitte nun meinen fünften Engel, den Engel der Weisheit und der Klarheit zu mir, und gehe genau auf deine Frequenz und höre auf das, was du mir zu sagen hast. Ich bitte nun meinen vierten Engel, den Engel der Demut und der Beweglichkeit zu mir, und gehe genau auf deine Frequenz und höre auf das, was du mir sagen magst. Ich bitte nun meinen dritten Engel, den Engel der Sanftmut und der Liebe zu mir, und gehe genau auf deine Frequenz und höre auf das, was du mir sagen magst. Ich bitte nun meinen zweiten Engel, den Engel der Geborgenheit und des Schutzes zu mir, der schon immer über mich wacht, und danke dir sehr für alles, was du jemals für mich getan. Ich gehe genau auf deine Frequenz und höre auf das, was du mir sagen magst. Ich bitte nun meinen ersten Engel,
den goldenen Engel in meiner persönlichen Engelsgruppe zu mir und gehe genau auf deine Frequenz und höre auf das, was du mir sagen magst. Ihr lieben Engel meiner persönlichen Engelsgruppe, ich danke euch, dass ihr für mich da seid und bitte euch ganz besonders an jenen Tagen, an denen ich euch nicht so gut hören, sehen und fühlen kann, ganz besonders für mich da zu sein. Und jetzt, liebe Freundin, lieber Freund, ist ein Moment, wo du bitte in dein Herz fühlst, dort ein inniges Gefühl der Liebe erzeugst und dieses Gefühl der Liebe an deine persönliche Engelsgruppe sendest, in Dankbarkeit verweilst und sie mit diesem Fühlen überschüttest. Und nun sprich mir im Geist oder laut noch einmal nach. Ich bitte euch nun, ihr lieben Engel meiner persönlichen Engelsgruppe, stellt euch noch einmal um mich auf, breitet eure Schwingen aus, sendet mir eure Eigenschaften und eure tiefste Liebe und stärkt diese Eigenschaften in mir. Tragt diese in meine Aspekte und tragt mich für ein Weilchen auf eurer Liebe, in eurem Licht und auf euren Schwingen.
gestatte dir, lieber Freund, liebe Freundin, das Empfinden, dass deine persönliche Engelsgruppe, diese wunderbaren lichten Helfer, stets um dich sind, stets für dich da sind, stets bereit sind, dir zu helfen und dich immer, immer bereit sind, zu tragen, zu lieben, zu stützen und dir jede Hilfe angedeihen lassen. Dieses Fühlen, dieses Empfinden, dieses Wissen, nimm bitte mit in deine alltägliche Gegenwart, wenn du jetzt so langsam wieder zurückkehrst in das Hier und in das Jetzt. Bedanke dich zum Abschluss bei der geistigen Welt und natürlich bei deiner persönlichen Engelsgruppe, bei den 7 fleißigen Helfern um dich herum, dem goldenen Engel unter ihnen und den 6 anderen, zu denen dein Schutzengel gehört, und natürlich bei Melek Metatron. Kehre dann langsam wieder zurück zu deinem Atem und ins Hier und ins Jetzt. Wackele ein bisschen mit deinen Fingern und mit deinen Füßen. Öffne deine Augen, falls du sie geschlossen hattest. Und sei voller Dankbarkeit für deine persönliche Engelsgruppe und für die herrlichen, lichterfüllten und wahrlich göttlichen Möglichkeiten, die sie dir bieten. An Anascha.